Was geht ab, Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute mit einer Reaction auf Dennis Schröders 38 Punkte aus der gestrigen Nacht gegen die Milwaukee Bucks. Ich habe schon gehört, Jaylen Brown hat nicht gespielt bei den Celtics, was ja natürlich bedeutet, mehr Scoring-Verantwortung für Dennis. Scheinbar hat er die geschultert und wirklich auch abgeliefert. Ich freue mich sehr auf die Highlights. Sein eigentliches Career-High sind 41 Punkte. Vor 2-3 Jahren noch damals bei den Hawks hat er die aufgelegt, aber jetzt 38. Das ist schon ein bisschen her, würde ich sagen, dass Dennis so hoch gescored hat und deswegen freue ich mich jetzt sehr drauf. Let's go. He's averaging 9 attempts a game. That's heavy percentage. Okay, also wie gesagt, bei den Bucks fehlen hier einige Leute. Kein Giannis, kein Middleton, kein DiVincenzo, kein Brook Lopez. Und bei den Celtics haben wir auf jeden Fall keinen Jaylen Brown. Und wir gucken mal, wer hier die Hauptaufgabe gegen Dennis haben wird. Ist es immer wieder... Nee, Connaughton ist jetzt auf Smart. Oh, jetzt ist Drew sogar gegen Dennis. Okay, aber da denkt sich Drew wahrscheinlich, ey, der Scouting-Report sagt, Dennis kann kein Dreier. Und er hat ja auch, was haben wir vorhin gesehen, ich glaube 3 von 9 geschossen, also 30%. Das ist jetzt nicht crazy. Oh! Der war tough, der war schwer zu finishen über Portis. Jetzt spielt er hier gegen George Hill. Nice. Also sind gute Moves dabei gegen immer wieder starke Verteidiger. Nutzt hier easy den Pick, geht dann schnell zum Bucket, nice. Schröder. Dennis Schröder, man kennt ihn. Oh. Und das ist so krass, Mann. Darüber habe ich erst neulich mit jemand gesprochen. Man darf das nie vergessen. Dennis ist einfach einer der krassesten Athleten in der NBA. Nämlich insofern, dass er einfach einer der schnellsten überhaupt ist. Also nenn mir mal 5 Spieler, die einen schnelleren ersten Schritt haben als Dennis. Dieser Antritt, dieser erste Schritt, den Dennis hat, um an seinem Mann vorbeizukommen. Ich wüsste keine 5 Spieler gerade, die schneller sind als Dennis in dem Bereich. Und das heißt jetzt gar nicht, dass er unstoppable oder unguardable ist, aber es ist einfach bemerkenswert, dass er in der NBA immer noch zu den schnellsten Spielern gehört, obwohl er jetzt auch schon wirklich ein paar Jahre dabei ist. Gut abgelegt. Aber ja, das ist krass, wie einfach er zum Korb kommt. Und wenn er dann noch die richtige Entscheidung trifft, dann ist er einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig effektiver Spieler. Okay, das ist jetzt wieder ein Assist, wo ich sage, Alter, muss man das als Assist sehen? Aber komm, ist egal. Hä? War das, hatte Dennis hier auch die Hand im Spiel oder wieso wurde uns das jetzt gezeigt? Ah, vielleicht hat er ihm hier den Ball gegeben, aber okay, also das waren jetzt eher für mich 2 Smart Highlights. Wieder. Oh ne, diesmal back auf Dennis. Schau dir diesen ersten Schritt an, Alter. Connaughton hat keine Chance, da hinterher zu kommen. Das ist so krass. Jetzt haben sie wieder Hill gegen ihn. Aber auch da, nein, die kommen da nicht ran. Das ist so bemerkenswert, Alter. Schau da an Dennis. Ist ein schneller Dude. Ich weiß nicht, ob er den mit Window machen wollte, aber ey, wer trifft, hat recht. Aber eigentlich musst du ansagen. Take it. Oh. Das ist so krass, Mann, seine Schnelligkeit, wirklich. Wow. Der war hart, weil... Eigentlich ist ja Portis hier komplett dran in der Defense. Aber manchmal hast du dann auch einfach das Selbstvertrauen und bist ein bisschen frech und dann geht es. Schöner Up and Under. So ein Up and Under geht immer als Kleiner, weil immer die Leute springen, weil sie denken, sie werden dich blocken. Also Up and Under in der Zone auf jeden Fall aufs Skillset packen, Leute. Also selbst in der OT ist es gerade noch voll knapp. Oh, der ist wichtig. Oh shit, der ist wichtig. Nice. Good job, Dennis. Macht er hier das Game zu oder was? Nice.
Ja, jetzt sind sie plus 5, okay, 36, und dann hat er wahrscheinlich noch 2 Freiwürfe gemacht. Aber das war stark, Mann, wirklich. Shoutout an Dennis und wie gesagt, also seine Schnelligkeit in der NBA, kaum zu matchen von irgendwem. Gibt wirklich sehr, sehr wenige Spieler, die ich vor Dennis stellen würde, was die reine Schnelligkeit angeht, ganz besonders aus dem ersten Schritt. Vor allem, wenn er steht und dann der erste Schritt, da ist Dennis unfassbar schnell. Es wäre halt jetzt sehr cool zu sehen, wenn diese Leistungen jetzt wie in dem Spiel vom Scoring her, müssen die nicht immer so hoch sein. Also er ist jetzt kein 35-Punkte-Plus-Scorer in der NBA. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wenn er einfach konstant sein Scoring halten könnte und wenn auch der Dreier mal vielleicht bei 34-35% fallen würde, dann könnten die Celtics meiner Meinung nach auch wirklich weit kommen, weil sie haben eigentlich genug Personal. Ich weiß, es gibt intern gerade ein bisschen Probleme mit Smart und mit Tatum und Brown, aber das kann sich alles legen, vor allem wenn man wieder Erfolge feiert. Und ja, es ist ein bisschen zu Isolation-lastig und ja, es wird ein bisschen zu wenig der Ball laufen gelassen insgesamt, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Problem, was man in den Griff kriegen kann. Und nach wie vor, wenn Dennis weiterhin solche Leistungen zeigt und einfach konstant seine Rolle erfüllt bei den Celtics, dann traue ich denen tatsächlich auch was zu in der Eastern Conference, in den Playoffs. Aber ich weiß, soweit sind wir noch nicht, noch lange nicht. Es ist erstmal Regular Season und da ist es nice, dass Dennis jetzt so ein starkes Game hatte. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.